abgelehnt worden, wo der Erbock ist. Und sagte, dann leg mich am Arsch eure gar. Europäische Geschichte, die ist, hat der Mann vor 2 Monaten erst vom Kokosnussbaum geschossen. Hey, du leck mich am Arsch. Ich will nicht heiraten. Ich nicht heiraten, nicht nein. Leg mich, hau ab, lass mich in Ruhe. Hallo Freunde der Nacht, hier ist wieder Studio 96 und am Mikrofon ist wieder euer Tommy und ich bin... Surprise! Surprise, Tommy! Wir sind so überrascht! Oh, das ist ja wirklich eine Überraschung, ja. Ihr überfallt mich ja einfach wie die Indianer irgendwie. Ich will Hochzeit wie Indianer. Indianische Hochzeit, mein Professor. Weißt du eigentlich, woher die Indianer herkommen? Nee, ich weiß nicht. Attention, pass auf, das war nämlich so. Damals, vor 1 Million Jahren, zogen wir Verfahren mit Acker und Spaten los und roteten die Wälder. Mit Spaten? Oui, oui, mit Spaten. Alors, wie gesagt, sie zogen los und wollten das Land urbar machen. Sie fällten Bäume und grüben den Waldboden um. Und dabei stießen sie auf die Indianer. Die lebten unter den Wurzeln der Bäume und waren ganz schwer zu erkennen. Aber als sich die Augen meiner Vorfahren an die Indianer gewöhnt hatten, waren alle schnell gefunden. Einigen hatte man gleich vor Ort und Stelle den Gar rausgemacht und einfach mit umgegraben. Aber die meisten konnten abhauen. Sie flohen in Richtung Meer und sprangen rein und schwammen los. Aber es gab Streit, wohin sollte man schwimmen. Einige wollten nach rechts, andere wollten nach links. So trennten sie sich und schwammen und schwammen. Die, die nach links abgebogen waren, kamen irgendwann an ein Stück Land. Da war keiner. No? Und sie kletterten aus Wasser, schlugen Landmarke in die Erde und nannten das Land Indien. War ja klar, denn es waren Indianer. Du verstehst. Compris. Nee, nicht verstehe. Na, was weißt du schon? Egal. Jedenfalls, die anderen Indianer, die nach rechts geschwammen, kamen auch nach ein paar Stunden an ein Stück Land. Da war keiner, ne? Sie sprangen aus dem Wasser und dachten sich, ja, hier bleiben wir. Die blöden Europäer kommen ihr so schnell nicht her, denn Boote hatte man noch nicht erfunden. Aber wie sollte man das Land nennen? Indien ging nicht mehr. So hatten die anderen ja ihr Land schon genannt. Man überlegte ihn und er. Und als fetten Natter, die Indianer hatten damals so komische Namen, seinen 10. Vorschlag eingereicht hatte und auch dieser von schielender Erika abgelehnt wurde, wurde er bockisch und sagte, da leg mich am Arsch, Erika. Das irrte taube Elch, aber nicht richtig, er war ja taub. Er verstand Amerika. Und rief begeistert, so können wir das Land nennen, Amerika. Alle fanden es gut und so war Amerika entstanden. No? So war das nicht. So, das ist falsch. Falsch, nee, so war das nicht. Das ist falsch. Wie? Falsch? Wie falsch? Willst du mir was von Geschichte erzählen? Europäische Geschichte, die ich hatte man vor 2 Monaten erst vom Kokosnussbaum geschossen. Mit einer Betäubungsfeuer natürlich und dann mit Zeitungspapier eingewickelt, damit du nicht anscheu wirst. Willst mir was erzählen? Streitet regelrecht. Ich fasse es nicht, Tommy. Hey, du leck mich am Arsch. Ich will nicht heiraten. Ich nicht heiraten, nicht nein. Leck mich, hau ab, lass mich in Ruhe. Mon Dieu, was hab ich getan? Tommy. Tommy, warum hast du mir nicht geholfen, mich gestöppt? No. Professor, halten Sie mich da raus. Also, ich will damit nichts zu tun haben, aber ich glaube, das haben Sie ordentlich vergeigt. Linda! Linda! Mon Schoko-Apfel! Mein liebes Weib! Mein Weib, bleib hier! Ich warte nicht, komm hinterher! Tommy, was ist denn da los? Was hast du wieder gemacht? Warum rennt sie raus? Ich? Wieso immer ich? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich saß hier und hatte mir das Geheul angehört.
und den neunmal klugen Professor mit seinen Indianermist. Lasst mich doch in Ruhe. Ich hau ab, ich gehe nach Hause, mir reicht's für heute. Ciao. Tommy, Tommy, du bleib doch hier, das war nicht so gemeint. Hallo? Ist hier überhaupt noch jemand? Alle weg. Na dann. Dann gehe ich jetzt auch nach Hause.